November 1945. Hereby accused as guilty. Hitler's henchman in the dock at Nuremberg. Hereinafter set forth of crimes against peace, war crimes, and crimes against humanity. Hermann Wilhelm Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Robert Ley, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Hans Frank, Karl Dönitz, Baldur von Schirach, Alfred Jodl. One man was missing. Martin Bormann. Nationalsozialismus ohne Bormann, nach all dem, was wir wissen, ist schwer denkbar. Er war eine gute Ergänzung zu Hitler. The defense maintained that Hitler's shadow man was dead, but witnesses contradicted each other. He was sentenced in absentia. Da war ja der Nürnberger Prozess abgeschlossen und er war in absentia zum Tode verurteilt und sie hatten ihn nicht erwischt. Da war für mich nur die Frage, ja, wo steckt er denn? Wo kann er abgeblieben sein? In 1972, during excavations at the Weidendamm Bridge, construction workers came across two skeletons. They were examined. The expert leaves no doubt. Mich macht sehr sicher, dass Martin Bormann 1945 umgekommen ist, die Übereinstimmung aller vergleichenden Untersuchungen und Parameter, die 100% bestätigt haben, dass Martin Bormann gestorben ist 1945 in Berlin. He was born 45 years earlier in Halberstadt, a child of the Imperial Germany. His father was a trumpeter with the cavalry and then a postal official. Bormann was 3 when his father died. A move to Weimar. His youth was spent under the control of a much disliked stepfather. 1914, change at last. Im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern der Verrat am Vaterlande. Bormann could no longer be stopped. He ran away from home. Er wollte eigentlich Soldat werden, aber da haben sie ihn nicht genommen. Da war er wohl zu klein und zu mickerig noch mit seinen 15 Jahren. Dann ging er in eine Ölmühle. Nicht? Kriegswichtiger Betrieb, aber er ging nicht mehr nach Hause. Zu diesem Stiefvater wollte er auf keinen Fall mehr. Finally, they did accept him. Too late. The war was lost. Chaos on the streets. The brief Red Revolution in Munich. The right-wing Freikorps was rallying. The sounds of marching feet and a show of force reassured the burghers. There was general agreement. The enemy was on the left. Bormann found work on an estate in Mecklenburg as an overseer. In 1923, a local man was suspected of being a communist. The Freikorps took justice into their own hands. He was beaten on Bormann's orders. Bormann stayed at home. As the man lay on the ground, one of his attackers picked up a heavy stick. The blow would split his skull. It was struck by Rudolf Höss, the future commandant of Auschwitz. Das ist insofern interessant, als Rudolf Höss eine ganz ähnliche Vaterproblematik hatte, offenbar wie mein Vater. Der Rudolf Höss war der Vater eines strenggläubigen Katholiken,
der seinen Sohn unbedingt zum Priestertum führen wollte, erziehen wollte. Und auch dieser Rudolf Höss ist von zu Hause ausgerissen, allerdings erst nachdem der Vater gestorben war. Aber er war auch 15. Mein Vater und der Rudolf Höss sind ein Jahrgang. That year in Munich, terror from the radical right. 20 died. The courts were lenient in their judgments. They were blind in the right eye. Höss got 10 years, the puppeteer Bormann, 11 months. In Munich, the ringleader got 5 years. He was out after one. Shortly afterwards, Bormann was released too. Returned to Weimar. The following year, Hitler was in town. Bormann, a hanger-on in right-wing radical circles, was there. Hitler didn't know him yet. In Munich, someone was required to run the Stormtroopers' relief fund for injured brown shirts. There was one condition: he had to be a party member. The careerist joined and went to Munich. First footage of him. The next rung on the ladder, marriage to the daughter of the party judge Gerhard Buch. The witnesses: Hitler and Hess. January the 30th, 1933. Hitler had wormed his way into power. Wir hören jetzt immer Jubel zu den Fenstern herauf. Wir leben immer weiter die Fackeln, der ganze Platz, der ganze Kaiserplatz ist in all den Tageshelle getaucht. Das ist ein wunderbares Bild. Diese gerechten Arme, das Heil rufen. Bormann didn't cheer. He was afraid of a setback to his career. Dann hat der Vater, der arbeitslos geworden war, ähnlich wie es. Es war bis dahin Privatsekretär von Hitler gewesen. Und unser Vater war Leiter der Hilfskasse der NSDAP gewesen. Die wurde in staatliche Institutionen überführt. Und damit war der Vater arbeitslos. Und hat der Hess gefragt, ob er für ihn einen Job hätte. Und dann wurde er Stabsleiter beim Stellvertreter des Führers, Bürochef. Shadowing Hitler for the first time, Bormann, still behind Hess. Bormann didn't have what it takes to make speeches. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. Bormann's future lay in work alone. The chief of staff soon became indispensable to Hitler's deputy. Bormann saved Hess from tedious party bickering and stultifying routine. So one could dream while the other did the hard slog. Bormann war ein typischer Stier mit ungeheuren Arbeitsenergie. Mein Vater ist lieber Ski gefahren und hat solche Dinge gemacht. The dictator still hadn't noticed the young upstart. He took every opportunity to be close to Hitler to increase his own power. Bormann's chance came in the summer of 1935. Hitler wanted a change. The dictator thought his holiday home near Berchtesgaden too small. With his own hand, the architect Manquet designed his new dream house. Bormann was to supervise the work. He pushed the construction workers ruthlessly and was soon the most hated man on the mountain. For Bormann, more was at stake. His path to power was inextricably linked to Hitler's holiday house. Der war Tag und Nacht im Dienst.
Da war keiner sicher, keine Baufirma, Tag und Nacht vor dem Ding. Und wenn plötzlich der Lärm irgendwie aus irgendeinem Grund etwas nachließ, der Bauer, gleich ist er hin, die Ursachen festzustellen, das muss doch wieder gehen. Warum geht denn das nicht? Warum ist er unterbrochen? Summer 1936. The Berghof was finished in record time. Hitler was satisfied. Die ersten Jahre, also wie ich noch drinnen im Braunen Haus gearbeitet habe, wo Bormann wirklich nur der Stabsleiter war, da war das eigentlich recht nett. Als Bormann dann der Reichsleiter vom Berg wurde, wie er damals geheißen hat, der musste ja dann das Ganze mit dem Obersalzberg machen, die enteignen und das ganze Zeug. Da wurde Bormann, ja, wir haben immer gesagt, er ist ein Satan. Hitler didn't want any neighbors on the mountain. Bormann had to drive them away. Most of them sold up. Any who refused risked their lives. Bormann knew what inspired fear. The concentration camp belonged to the Third Reich, as Bormann did to Hitler. 1936, Himmler in Dachau. Bormann was in the audience. Die Konzentrationslage ist sicherlich, wie jeder Freiheitsentzug, eine scharfe und strenge Nachnahme. Die Devise, die über diesen Lagern steht, lautet: Es gibt einen Weg in die Freiheit. In the concentration camp, a meeting with an old friend, Rudolf Höss. His old boss recommended him to Himmler for promotion. Here, beating to death was part of everyday life. Dachau was the reality. The idyllic scene was the sham. Pilgrims on their way to see Hitler, the main attraction on the Obersalzberg. But the idol was not entirely pleased. All around, not a patch of shade. Bormann knew what Hitler might want. Und dann, wie Bormann war, hat so postwendend so was erledigt, hat eine Linde kommen lassen auf dem Tieflader von München irgendwoher. Die Grube war schon einen Tag vorher gemacht. An seinem Geburtstag am 17. Juni 37 wurde die bei strömendem Regen gepflanzt. Und er, wie überall dabei, führte die Oberaufsicht. He could rely on Bormann. One farmyard still spoilt the Führer's view of his valley. Bormann would deal with it. As soon as possible, a state visit was imminent. A trifle for the willing executor. Und der Hitler ist, glaube ich, nach München gefahren. Auf ein oder zwei Tage bloß. Und wie er gekommen ist, war da drunten grüner Wiesen. Das war Bormann. Der ist da angerückt mit den Ameisen. So haben sie gewollt. Und so haben die da gearbeitet, abgerissen, weggeschafft und frisch planiert. Und dann war es ein grüner Rasen. That went down well. Hitler valued men like Bormann, unconditionally prepared to carry out the will of their lord and master. More and more, the parvenu became Hitler's shadow. Bormann hat sich absolut unentbehrlich gemacht. Und bei ihm funktionierte alles bestens. Aber war der böse Geist da oben. Ich persönlich hasste Bormann. Ich konnte ihn nicht ausstehen, weil ich hatte das Gefühl, das ist ein absolut böser, grundsätzlich böser Mann. Er kam immer vor, als wie eine bissige Kröte. Nur ein Beutel, in Süddeutschland. The walk to Moslanerkopf, Hitler's daily ritual. The Führer ahead with the guest. Within call, Bormann, ever ready.
Der Bormann ist ein Schlawiner und ein Banause, hörte Hitler wörtlich sagen. Aber ich habe keinen so ein tüchtigen Mann wie den Bormann. Ich weiß genau, dass er jede Anordnung, jeden Befehl bis zum letzten I-Punkt durchführt und ausführt und erledigt. Bormann's plan worked. Munich. On the staff of Hitler's deputy, he became the Brown Eminence and Chief Puppet Master. His goal? The absolute supremacy of the party over the state. He even tried to control Hess, his boss. Bormann hatte zum Beispiel befohlen, dass Herr Hess niemanden mehr empfangen durfte, und also dass niemand zu Herrn Hess kommen durfte, wenn nicht von ihm ein Referent dabei war. Ja, das hat Herr Hess dann schon umgangen. Also der hat die schon zu sich geholt, ohne dass da jemand dabei war. The dictator didn't want a deputy. What he needed was men like Bormann, completely fixated on him. Was ist eigentlich Nationalsozialismus? Die Antwort des Vaters war, Nationalsozialismus ist der Wille des Führers. March 1938, going home. The Austrian was returning. Among his entourage, Bormann, with a special task. He was to buy Hitler's parents' house and his school. Hitler was a millionaire, thanks to the sales of his book and a fund set up to receive donations from German industry. Bormann was treasurer of that fund. A month later, the Führer's birthday. Bormann had seen to a present. 1834 meters above sea level, he built a tea house for his master. It cost 30 million marks, a staggering sum. Geld hat der Bormann keine Rolle gespielt. Weiß nicht, woher das Geld gekommen ist. Weiß ich nicht. Es war jedenfalls da. Immer was da. Gleichgültig, was gemacht wurde mit dem Geld. A Reichsleiter earned 500 marks a week. On his master's behalf, Bormann distributed larger sums. 50,000 marks a month to the SS for entertainment expenses. And to SS Chief Himmler, whom Bormann called Uncle Heinrich, a holiday house at the Tegernsee. A little something extra. The price, 255,000 marks. For Eva Braun, silk underwear from Paris, perfume and jewelry. She didn't thank Bormann for them. The man who could pull things out of a hat was not popular. So was wir mitgekriegt haben, waren, sagen wir mal, bis auf Himmler, alle gegen ihn. Es hatten keiner mögen. Die Gauleiter, nichts mit Bormann, und die Reichsleiter, ne, weg. Er hatte praktisch keine Freunde. Brutal to those under him, servile to those above him. That's how to inspire hate. Only his wife was unconditionally devoted, just as he wanted. Sie war eine glückliche Frau und hat das auch zum Ausdruck gebracht. Insbesondere natürlich war sie glückliche Mutter von 8 Kindern. Und das war ihr Stolz auch. In keeping with his master's ideas, the henchman fathered human stock for the Führer. A large family. It was good form in the Third Reich. Ja, es war ein herzliches und gutes Verhältnis. Nicht? Die Mutter war ein fröhlicher Mensch, aber die Mutter war meistens natürlich befasst mit dem jeweils Jüngsten. And his father by the Führer.
A naval review at Wilhelmshaven for the Hungarian regent, Horthy. Bormann was missing. Himmler sent an adjutant into the belly of the ship to look for him. Da lag Bormann mit einer Dame, die ich nicht erwähnen werde, in einer einwandfreien Situation mit angezogenen Stiefeln im Bett. Und ich bekam einen ungeheuren Schrecken und machte ganz leise die Tür wieder zu und verschwand. Denn wenn Bormann gemerkt hätte, dass ich ihn mit dieser Dame, die nicht ganz unwichtig war, überrascht hatte, dann hätte er wohl alles getan, um mich zu erledigen. September the 1st, 1939, the start of the war. No time for amorous adventures. Bormann, too, was needed at headquarters. Hitler wanted him near. He profited from the war. His power increased. Das hängt damit zusammen, dass der Vater im Führerhauptquartier mit Kriegsbeginn der Vertreter von Hess war. Das heißt, er war der Vertreter der Partei und der Stellvertreter des Führers als Stabsleiter, als der Bürochef, auch im Führerhauptquartier. Er war also der Mittelsmann sozusagen. Hitler in Paris. With him was the middleman. Now he had time for women again. He wrote to his latest flame with his views on loyalty. My dear child, a man can have several women, but a woman can belong to only one man. If I catch you amusing yourself with someone else behind my back, I could very easily forget myself and treat you harshly. Your Martin. Dann hat er eben auch nachher zum Ausdruck gebracht, dass er nicht nur Kinder von seiner Frau hätte, denn sein Erbteil wäre so gut, das hätte man noch vervielfachen müssen. May 1941. Hess on his way to England. The deputy wanted to save the world. Without success. Hitler was furious. Hess's colleagues were arrested. Was Bormann in danger too? He did everything he could to distance himself. He wanted to take revenge on the unsuspecting Ilse Hess. Ja, Bormann hat versucht, sie zu drangsalieren. Er wollte sie aus dem Haus rausschmeißen in Harlaching und hat also verschiedene Dinge unternommen, um meiner Mutter eben das Leben schwer zu machen. Und meine Mutter hat dann die Möglichkeit gehabt, über Eva Braun direkt an Hitler heranzugehen und ihm das mitzuteilen. Und Hitler hat sofort entschieden, dass das aufhört. The deputy's flight did not become a career setback. The chief of staff was promoted, head of the party chancellery. From then on, he never left his Führer's side. Bormann became his master's shadow, utterly devoted. Also to Hitler's supreme goal, the war of annihilation in the East. Hingabe und Zielstrebigkeit. Zielstrebigkeit im Sinne seines Vorgesetzten, seines Führers, an den er diese Hingabe geleistet hat. Also nicht Zielstrebigkeit im Sinn von selbstsüchtiger Zielstrebigkeit, sondern tatsächlich für diesen anderen, für diesen Mann und seine Idee, weil er geglaubt hat, das sei das Heil für Deutschland. Shortly before the attack on the Soviet Union, lightning hit the Berghof. An evil omen whispered the gardeners. Bormann gave orders that Hitler was not to hear about it. Da hat der Blitz in die Fahne geschlagen. Und
Kaum ist das passiert, geht's Telefon. Wer ist dran? Natürlich Bormann. Der wohnte doch oberhalb und hat das Schauspieler beobachtet. Döring, nichts machen, keine Anweisung. Ich habe den Obergärtner Bühler beauftragt. Dieselbe Fahnenstange steht bei der Dienstwarenhalle. Ich habe den beauftragt mit dem Gärtner, die schrauben die Dienstflagge ab von der Warenhalle, bringen es runter, wird neu montiert. Hitler on his way to the front. Newsreels romanticized a murderous war. The Führer now wanted to be a commander-in-chief and no longer had time for his people. Bormann played a defensive game. Kam einer von der Front. Da war ich schon beim Begleitkommando. Zur Berichterstattung. Die mussten zuerst zu Martin Bormann und dem alles erzählen. Und der Bormann hat bestimmt, das darf der Führer wissen, das darf der Führer nicht wissen. At headquarters, the dictator surrounded himself with his generals. Bormann was the only party big shot. When it came to party matters, nothing worked without him. The might of the military leaders, who could talk to Hitler every day, was a thorn in his side. Bormann war machtbesessen und versuchte sozusagen auch im Krieg gegen die Wehrmacht ein Machtfaktor zu bleiben, indem er das politische Leben in den Mittelpunkt stellte. Und er hat sicher auch Hitler in vielen Entschlüssen beeinflusst. Bormann held court at Hitler's headquarters and directed the brown shirt brass from there. The wires ran hot when Bormann gave instructions to the Reich. No one knew that in the Führer's headquarters a telephonist was eavesdropping and heard more than official business. Bormann had a new mistress. Von beiden Seiten wurden also Schmeicheleien ausgetauscht, nicht? Und man unterhielt sich so über nette Nichtigkeiten, die Damen gerne hören, und Komplimente. Er machte Komplimente und sie erwiderte diese Komplimente. Auch so nett, wie wirklich so ein unbeschwertes Liebespaar eigentlich miteinander spricht, nicht? His latest flame was an actress. Rein! This time, Bormann was serious. Sie kommen wohl wegen des Kitzels. Haben Sie nicht einmal gesagt, dass Ihnen die Frau, die Sie gemalt haben, sehr viel bedeutet? Lucia. Er schickte mir manchmal Gedichtbücher, weil er wusste, dass ich sehr gern rezitiere. Und da merkte ich, dass er auch interessiert war für Lyrik. Zum Beispiel. Bormann wanted to have her at his side as his second wife, officially. He wrote home, "My dear mummy girl, I've fallen incredibly in love with her and took her despite all her resistance. You know my strong will, which Manya naturally could not withstand after a while. Now she's mine and I'm a lucky fellow. I feel incredibly happily married, twice over. What do you say, my beloved, to your dashing knight? Now I must take double and triple care that I stay healthy. Your Martin." Dieses Tendieren zu einer Polygamie, das wäre sicher ideologisch unterbaut worden dann, mit der Begründung, etwa die erbgesunden Menschen des deutschen Volkes müssen möglichst viele Kinder haben, damit der Blutzoll durch den Krieg wieder ausgeglichen wird, möglichst schnell. With a similar argument, the childless Hitler explained his most heinous crime to the inner circle.
Solange tagtäglich, das ist wortwörtlich, solange tagtäglich Zehntausende deutscher Männer ihr Blut einsetzen und ihr Leben hingeben, damit diese bolschewistische Pest nicht über unsere europäische Kultur herfällt, unser schönes Europa, solange wird dieses Jüdische auch, das hat er noch einen Ausdruck gebraucht, den möchte ich gar nicht nennen, auch nicht das schönste Leben haben. Bormann knew what was meant. A party comrade wrote to ask how the Jewish question would be resolved. Bormann's reply? Very simply. Mass murder to plan. Auschwitz. An old friend saw to it that things here ran smoothly. Rudolf Huss. No one was allowed to talk about it. Bormann saw to that. But the telephonist in the Führer's headquarters was listening in. Himmler hatte in diesem Gespräch zu Bormann gesagt, er hätte eine für den Führer sehr erfreuliche Mitteilung. Es wären in Auschwitz plangemäß in dieser Woche wieder 20.000 Juden liquidiert, sagt er zuerst, und dann verbesserte er sich, evakuiert worden. Und daraufhin ist Bormann außer Fassung geraten, er hat den Himmler angebrüllt, hat gesagt, wie können Sie es wagen, solche Meldungen telefonisch durchzugeben. The accomplice was rewarded. In 1943, Hitler appointed him his secretary. The dictator needed the unscrupulous servant more than ever. All the signs pointed to a storm. Das Deutschland von einst hat um 11:45 die Waffen niedergelegt. Ich habe grundsätzlich immer erst 5 Minuten nach 12 aufgehört. For the sake of power, blind loyalty right into the abyss. Ich glaube, dass Hitler für meinen Vater die Person war, der er wirklich sein Leben und seine ganze Schaffenskraft in einem Akt persönlicher Hingabe sozusagen geweiht hat oder ja, geschenkt hat. Das war vielleicht noch mehr als die Verbindung zu seiner Familie. He owed everything to him. Without Hitler, no Bormann. July the 20th, 1944. An attempt on the dictator's life. Bormann spurred everyone into action, telex upon telex. The revenge was cruel. They retained power. And Bormann even won some. The Wehrmacht was no longer in his way. Back at the Berghof, SS Obergruppenführer Fegelein married Eva Braun's sister. Bormann was a witness, along with Uncle Heinrich. Himmler, as leader of the SS, was the last barrier between Hitler and Bormann. Bormann supported Himmler's promotion to the position of army leader, but military success eluded him. Himmler's star was setting. Und in diese Lücke ist eigentlich Bormann hineingestoßen und deswegen auch sein verstärktes Interesse an allen militärischen Ereignissen, deshalb die zunehmende Teilnahme an den Lagebesprechungen etwa von der Jahreswende 44-45 an. March 1945. Bormann at the height of his power. Now he was the second most important man in the Reich. Too late. All that remained for him was the path at Hitler's side, down into the abyss. What was he still hoping for? Ich habe ihm noch einmal einen Brief geschrieben an die Berliner Adresse.
und habe gefragt, ob er denn noch glaube, dass der Krieg gewonnen werden könne. Und ich bekam dann einen Brief, der im Grunde genommen nur in wenig, also einen sehr kurzen Brief, und der hat gesagt, auch ein sterbender Löwe kann noch furchtbare Tatzenschläge austeilen. The Soviet Army was at the gates of Berlin. Bormann mobilized the party. In a telex, he implored people to show uttermost readiness to fight for the Führer. Now the capable will be distinguished from the incapable. The born leaders have smashed all obstacles and are supremely ready for action. At the end, sheer madness. Er hat nicht viel Kompetenz gehabt. Er stand im Glauben, dass der Führer, der an den Endsieg glaubte, den Endsieg auch herbeiführen würde. Ich glaube, das war wirklich eine Art Bindung dem Führer, Vertrauen. Wenn der Führer sagt, wir siegen, dann siegen wir, nicht? April the 20th, 1945, the Führer's birthday. Bormann staked everything on a flight to Berchtesgaden. Two days later, Hitler decided to stay in Berlin. A sense that it was all over. Was mir aufgefallen ist, dass Bormann schon Tage vorher ein recht, ne, wie soll ich das sagen, ziemlich mieses Gesicht gemacht hat. Also er hat das Ende gesehen. The Führerbunker, shortly before it was demolished. The atmosphere in the cement coffin was spooky. Hitler had given up. In Berchtesgaden, Hermann Göring wanted to assume power. Bormann schemed until Hitler had the rival arrested. Bormann confided to his diary, "We will stand and fall with the Führer, loyal unto death." Je länger es dauerte und je düsterer die Aussichten waren, desto mehr drehte sich jedes Gespräch eigentlich um den Tod. Und man überlegte sich, also wie bringt man sich um? Schießt man sich also eine Kugel in den Kopf oder nimmt man eben die Pille, die Ziankali-Kapsel, die meisten von denen also schon bei sich trugen? Bormann had done with life. But what about his children? He gave last instructions by radio to his secretary, von Hummel. The Goebbels solution? Ich weiß nur, dass der Helmut von Hummel es sozusagen auf seine Kappe genommen hat, die Mutter mit den Kindern, nicht nur den Bormann-Kindern außer mir, sondern auch den Ferienkindern, die da oben waren, und was noch an Hausangestellten da war und die Kinderschwester, in einem Bus nach Südtirol zu bringen. Und vielleicht ist der Helmut von Hummel der, dem meine Mutter und meine Geschwister und die anderen da zunächst einmal das Leben zu verdanken hatten. Berlin was encircled. There was a bloody battle for every inch of soil. An enemy radio station announced that Himmler was negotiating with the Allies. Bormann wrote, "Others believe they must act out of superior understanding. They sacrifice the Führer. Shame on them. Their honor is disloyalty." Eva Braun's brother-in-law vanished. Als der Fegelein nicht zum Lagerbesprechung kam, da ist der Sicherheitsdienst in seine Wohnung gefahren und dann kam er zurück ohne den Fegelein. Da war Bormann recht laut. Nichts als hin, sofort festnehmen, herbringen. Fegelein was tracked down, in civvies, drunk, and with another woman. In his luggage, foreign currency and gold coins. They took him back to the bunker. Da sah ich, wie er also in dem Kellergang, also an meinem Bunker vorbei, geführt wurde. Vorne zwei SS-Leute und dahinter zwei SS-Leute. Und man hatte ihm schon
seine Schulterstücke abgerissen und seine zahlreichen Orden, die er also im Kriege erworben hatte. Fegelein was executed. Even in the face of death, he knew no mercy. Shortly afterwards, he called for his secretary. Hitler dictated his will. Er hatte kein Leben mehr. Die Augen, die doch früher so intensiv waren, die waren irgendwie erloschen. Also es war erkennbar, dass da ein hoffnungsloser Mann vor allem steht. The private will and testament of the millionaire Hitler. All that I own goes to the party, should this no longer exist, to the state. Should the state also have been destroyed, no further decision is necessary. As executor of my will, I appoint my most loyal party comrade, Martin Bormann. Dönitz was appointed Hitler's successor. Bormann was to become party minister. The shadow man wasn't suited to being a Führer. Without Hitler, he was nothing. In the bunker, waiting for the death of the tyrant. Als dieser Mann, der den Glauben verkündete, durch seinen Selbstmord endgültig besiegelte, dass er nicht mehr an einen Sieg glaubte und sich der Verantwortung feig entzog, da merkte er plötzlich, dass alles zu Ende war, dass er einem Lebensirrtum zum Opfer gefallen war. Outside the bunker, farewell. Bormann was finished. Er war ängstlich. Man hat sie gesehen. Er war so still, stumm. Er hat kein Wort riskiert, den Generalen gegenüber, beziehungsweise Goebbels gegenüber. Also zuweilen, weil ich es gemerkt habe, nicht ein Wort hat er riskiert. Bormann was disoriented. Others had taken command. Soldaten der deutschen Wehrmacht. Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen. In tiefster Trauer und Ehrfurcht verneigt sich das deutsche Volk. No one shed tears for him. It was a matter of sheer survival for Bormann too. Ich habe den Eindruck gehabt, dass der Mann feige war und leben wollte, nicht? Da irgendwie rauskommen wollte. Also auf der einen Seite die Führerbefehle und alles, was uns anbetraf, mutig sein und bis zum Ende kämpfen und so weiter, was ja für viele dazu geführt hat, dass sie noch gefallen sind, während er immer darüber nachgedacht haben wird, wie komme ich hier am besten raus. Too late. May the 2nd, 1945. The Red Army had fought its way to within 90 meters of the Reich Chancellery. The last diary entry, escape attempt. Er hat das Ende kommen sehen, Herr Bormann. Aber ohne jeglicher besonderen Vorbereitung, er hätte vielleicht Axmann oder in einem Panzerwagen und sonst was irgendwie noch rausgehen, aber es war nichts. Es war nichts vorbereitet, überhaupt. At 2 o'clock in the morning, 4 men clambered out of a cellar window of the Reich Chancellery, Bormann among them. He struggled his way as far as the Weidendamm Bridge. Then he gave up. In his teeth, the forensic doctors later found glass splinters from a cyanide capsule. Martin Bormann had killed himself. November 1945. Hereby accused as guilty. Hitler's henchman in the dock at Nuremberg. Hereinafter set forth
of crimes against peace, war crimes, and crimes against humanity, Hermann Wilhelm Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop, Robert Ley, Wilhelm Keitel, Ernst Kaltenbrunner, Hans Frank, Karl Dönitz, Baldur von Schirach, Alfred Jodl. One man was missing. Martin Bormann. Nationalsozialismus ohne Bormann, nach all dem, was wir wissen, ist schwer denkbar. Er war eine gute Ergänzung zu Hitler. The defense maintained that Hitler's shadow man was dead, but witnesses contradicted each other. He was sentenced in absentia. Da war ja der Nürnberger Prozess abgeschlossen und er war in absentia zum Tode verurteilt und sie hatten ihn nicht erwischt. Da war für mich nur die Frage, ja, wo steckt er denn? Wo kann er abgeblieben sein? In 1972, during excavations at the Weidendamm Bridge, construction workers came across two skeletons. They were examined. The expert leaves no doubt. Mich macht sehr sicher, dass Martin Bormann 1945 umgekommen ist. Die Übereinstimmung aller vergleichenden Untersuchungen und Parameter, die 100% bestätigt haben, dass Martin Bormann gestorben ist 1945 in Berlin. He was born 45 years earlier in Halberstadt, a child of the Imperial Germany. His father was a trumpeter with the cavalry and then a postal official. Bormann was 3 when his father died. A move to Weimar. His youth was spent under the control of a much disliked stepfather. 1914, change at last. Im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen. Jedes Schwanken, jedes Zögern, der Verrat am Vaterlande. Bormann could no longer be stopped. He ran away from home. Er wollte eigentlich Soldat werden, aber da haben sie ihn nicht genommen. Da war er wohl zu klein und zu mickerig noch mit seinen 15 Jahren. Dann ging er in eine Ölmühle. Nicht? Kriegswichtiger Betrieb, aber er ging nicht mehr nach Hause. Zu diesem Stiefvater wollte er auf keinen Fall mehr. Finally, they did accept him. Too late. The war was lost. Chaos on the streets. The brief Red Revolution in Munich. The right-wing Freikorps was rallying. The sounds of marching feet and a show of force reassured the burghers. There was general agreement. The enemy was on the left. Bormann found work on an estate in Mecklenburg as an overseer. In 1923, a local man was suspected of being a communist. The Freikorps took justice into their own hands. He was beaten on Bormann's orders. Bormann stayed at home. As the man lay on the ground, one of his attackers picked up a heavy stick. The blow would split his skull. It was struck by Rudolf Höss, the future commandant of Auschwitz. Das ist insofern interessant, als Rudolf Höss eine ganz ähnliche Vaterproblematik hatte, offenbar wie mein Vater. Der Rudolf Höss war der Vater eines strenggläubigen Katholiken, der seinen Sohn unbedingt zum Priestertum führen wollte, erziehen wollte.
Und auch dieser Rudolf Höss ist von zu Hause ausgerissen. Allerdings erst nachdem der Vater gestorben war. Aber er war auch 15. Mein Vater und der Rudolf Höss sind ein Jahrgang. That year in Munich, terror from the radical right. 20 died. The courts were lenient in their judgments. They were blind in the right eye. Höss got 10 years, the puppeteer Bormann, 11 months. In Munich, the ringleader got 5 years. He was out after one. Shortly afterwards, Bormann was released too. Returned to Weimar. The following year, Hitler was in town. Bormann, a hanger-on in right-wing radical circles, was there. Hitler didn't know him yet. In Munich, someone was required to run the Stormtroopers' relief fund for injured brown shirts. There was one condition: he had to be a party member. The careerist joined and went to Munich. First footage of him. The next rung on the ladder, marriage to the daughter of the party judge Gerhard Buch. The witnesses: Hitler and Hess. January the 30th, 1933. Hitler had wormed his way into power. Sie hören jetzt immer Jubel zu den Fenstern herauf. Im Leben immer weiter die Fackeln, der ganze Platz, der ganze Kaiserplatz ist in ein Tageshelle getaucht. Ein wunderbares Bild. Diese gereckten Arme, das Heil rufen. Bormann didn't cheer. He was afraid of a setback to his career. Dann hat der Vater, der arbeitslos geworden war, ähnlich wie Hess. Hess war bis dahin Privatsekretär von Hitler gewesen. Und unser Vater war Leiter der Hilfskasse der NSDAP gewesen. Die wurde in staatliche Institutionen überführt. Und damit war der Vater arbeitslos. Und hat Hess gefragt, ob er für ihn einen Job hätte. Und dann wurde er Stabsleiter beim Stellvertreter des Führers, Bürochef. Shadowing Hitler for the first time, Bormann, still behind Hess. Bormann didn't have what it takes to make speeches. Wir können glücklich sein zu wissen, dass diese Zukunft restlos uns gehört. Bormann's future lay in work alone. The chief of staff soon became indispensable to Hitler's deputy. Bormann saved Hess from tedious party bickering and stultifying routine. So one could dream while the other did the hard slog. Bei Bormann war ein typischer Stier mit ungeheuren Arbeitsenergie. Mein Vater ist lieber Ski gefahren und hat solche Dinge gemacht. The dictator still hadn't noticed the young upstart. He took every opportunity to be close to Hitler to increase his own power. Bormann's chance came in the summer of 1935. Hitler wanted a change. The dictator thought his holiday home near Berchtesgaden too small. With his own hand, the architect Manquet designed his new dream house. Bormann was to supervise the work. He pushed the construction workers ruthlessly and was soon the most hated man on the mountain. For Bormann, more was at stake. His path to power was inextricably linked to Hitler's holiday house. Ja, war Tag und Nacht im Dienst. Da war keiner sicher, keine Baufirma. Tag und Nacht war der im Dienst. Und wenn plötzlich der Lärm irgendwie aus irgendeinem Grund etwas nachließ, der Bau, gleich ist hin, die Ursachen festzustellen, das muss doch wieder gehen. Warum geht denn das nicht? Warum ist er unterbrochen? Summer 1936.
The Berghof was finished in record time. Hitler was satisfied. Die ersten Jahre, also wie ich noch drinnen im Braunen Haus gearbeitet habe, wo Bormann wirklich nur der Stabsleiter war, da war das eigentlich recht nett. Als Bormann dann der Reichsleiter vom Berg wurde, wie er damals geheißen hat, der musste ja dann das Ganze mit dem Obersalzberg machen, die enteignen und das ganze Zeug. Da wurde Bormann, ja, wir haben immer gesagt, er ist ein Satan. Hitler didn't want any neighbors on the mountain. Bormann had to drive them away. Most of them sold up. Any who refused risked their lives. Bormann knew what inspired fear. The concentration camp belonged to the Third Reich, as Bormann did to Hitler. 1936, Himmler in Dachau. Bormann was in the audience. Die Konzentrationslage ist sicherlich, wie jeder Freiheitsentzug, eine scharfe und strenge Nachnahme. Die Devise, die über diesen Lagern steht, lautet: Es gibt einen Weg in die Freiheit. In the concentration camp, a meeting with an old friend, Rudolf Höss. His old boss recommended him to Himmler for promotion. Here, beating to death was part of everyday life.